Ich bin Jan Philipp Albrecht, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Wolfenbüttel, das ist in Südostniedersachsen, und bin jetzt hier in Brüssel im Europäischen Parlament. Mein erster Gedanke heute Morgen war, das wird ein ganz schön stressiger Tag. Wir haben jetzt hier den Fraktionssaal der Grünen, der heißt Petra Kelly Raum. Und in diesem Raum sind halt so in Reihen die Abgeordnete hintereinander aufgereiht, sitzen da an Schreibtischen sozusagen, wo sie dann alle so einen Kopfhörer haben und einstellen können, auf welcher Sprache sie die Übersetzung haben wollen, weil um den Raum herum sind die hinter so Glasscheiben die Dolmetscher, die dann in 12 Sprachen hier in der Fraktion alles übersetzen. Ich sitze vorne links, also da das hier nach Alphabet aufgereiht ist mit den Abgeordneten, bin ich der Zweite in der Reihe ganz vorne, und ja, es ist aufregend, da vorne zu sitzen. Man hat einen ganz guten Blick, man kann mit seinem Stuhl sich einmal so rumdrehen und alle ansehen, wenn sie reden, und ist direkt vor dem Präsidium, das eben vorne vor allen Abgeordneten sitzt und die Sitzung leitet. Zum Mittagessen hatte ich noch keine Zeit, aber ich habe ausgiebig gefrühstückt, und ich denke mal, nach der Demo werde ich mir irgendwo was zu essen holen. Also mir passt es so gar nicht, dass ich nicht so richtig zur Ruhe komme gerade. Ich glaube, es ist zwangsläufig gerade die Anfangsphase, die wirklich sehr schwierig ist und wo man das hinnehmen muss. Aber wenn ich später dann jeden Tag hier im Parlament arbeite, dann möchte ich irgendwann abends die Möglichkeit haben, mich auch mal hinzusetzen, vielleicht ein Buch zu lesen. Und das muss man sich, glaube ich, einfach erkämpfen. Ich glaube, dass gerade die Europaabgeordneten eine große Verantwortung dafür tragen, europäische Themen und überhaupt politische Auseinandersetzungen in Europa in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dazu gehört eben auch, der eigenen Überzeugung Ausdruck zu verleihen, nicht nur im Parlament, sondern auch außerhalb des Parlaments, also in den Medien, aber auch auf der Straße. Es geht einem schon so ein bisschen durch den Kopf, was muss ich noch machen, was muss ich noch irgendwie organisieren, und ich glaube, manche Phasen, auch in Sitzungen, wo man jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der einbezogen ist, die nutzt man dann vielleicht auch, um innerlich im Kopf nochmal durchzugehen, was liegt jetzt noch vor mir, wie geht's weiter danach, und dann geht's meistens ja schon irgendwie zum nächsten Termin. Wenn es so um die Arbeitsverträge geht und um das ganze Organisatorische, das macht mir nicht so viel Spaß, weil es eigentlich Stress macht und weil ich die hohe Verantwortung für die Angestellten vor allen Dingen spüre. Aber wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel das Büro einzurichten und gemeinsam mit den Mitarbeitern zu planen, wie wollen wir als Team gemeinsam arbeiten, das macht verdammt viel Spaß. Arbeiten hier. Ah, okay, ich glaube, ich habe deinen Namen auch schon gelesen. Ja, ich habe es schon. Eigentlich wäre es sozusagen angebracht, jetzt zu sagen, jetzt ist Feierabend, aber natürlich ist so ein Empfang auch immer dazu da, nochmal mit den anderen gemeinsam durchzusprechen, was am Tag gelaufen ist. Also ich bin nicht so der große Freund von Networking im Sinne von, es kann alles mal irgendwie hilfreich sein, sondern ich bin eher so, dass ich gezielt auf die Menschen zugehe, wo ich das Gefühl habe, hier mit dem musst du nochmal über das Thema sprechen, so konkrete Anliegen. Das ist eigentlich das, was ich eher so mache, wenn ich mit anderen Leuten spreche.